Diesmal geht die Reise nach Bayern ins Allgäu in die Voralpenstadt Füssen. Der Stellplatz für Wohnmobile liegt im Gewerbegebiet. Es ist ein ruhiger Platz mit Ver- und Entsorgung, elektrischem Anschluss, Dusche und kleinem Restaurant. Ein anderer Vorteil, zwei Discounter sind 200 Meter entfernt. Preis pro Nacht 15 Euro, zuzüglich Strom und Dusche. Füssen erreicht man mit dem Bus. Nachteil, nur jede Stunde fährt einer. Da heißt es warten. Die Voralpen liegen noch im nächtlichen Nebel. Leider schafft es die Sonne nicht, sich zu zeigen, und das Wetter bleibt den ganzen Tag so trübe. Am Hauptbahnhof angekommen, sollten wir nochmals eine Stunde auf den Bus nach Neuschwanstein warten. Wir streikten und gingen Richtung Altstadt, um diese zu erkunden. Überall in Bayern kann man Denkmäler von Luitpold Prinzregent von Bayern sehen. Kaum ein bayerischer Herrscher ist so in der Erinnerung geblieben wie er. Als Luitpold im Alter von 65 Jahren die Regentschaft übernimmt, erwartet niemand, dass er 26 Jahre lang an der Spitze Bayerns stehen wird. Weiter in die Stadtmitte, zur Kreuzung, wo die Touristeninformation ist. Zum 700-jährigen Jubiläum der Stadt Füssen 1995 stiftete die Sparkasse Ostallgäu am Platz vor der Touristeninformation und dem neuen Sparkassengebäude den Siebensteinbrunnen. Die Idee des Künstlers war es, mit sieben Säulen die sieben Jahrhunderte Stadtgeschichte in Bewegung zu setzen. Die sieben Säulen, die zwischen 2,80 Meter und 3,50 Meter hoch sind, bringen ein Gesamtgewicht von ca. 16 Tonnen auf die Waage. Klein, verwinkelt, mittelalterlich und romantisch. Die Gassen der Altstadt von Füssen im Allgäu eignen sich hervorragend für einen ausgiebigen Bummel. Die dezent bunten Fassaden mit ihren hohen gotischen Häusergiebeln, die Straßencafés an den kleinen, aber pulsierenden Plätzen der Innenstadt. Die Kulisse für eine gemütliche Shoppingtour hat schon fast den Flair und Charme Italiens. Füssen ist zwar keine Metropole des Shoppings, dafür überzeugt die Stadt aber mit den vielen kleinen, inhabergeführten, liebevoll eingerichteten Geschäften. Hier ist der Kunde wahrlich noch König. Im Vordergrund steht die individuelle Beratung. Nachdem 1965 der neugotische Stadtbrunnen abgerissen worden war, schuf der Füssener Bildhauer Alois Vogler einen neuen Brunnen. Als Brunnenfigur wählte er den heiligen Magnus, den Missionar des Allgäus, der den Drache, das Symbol des Bösen, mit dem Zeichen des Kreuzes bezwang. Hoch über der Stadt Füssen thront das hohe Schloss. Einst war es die Sommerresidenz der Fürstbischöfe von Augsburg. Heute beherbergt es die Filialgalerie der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und die Städtische Galerie. Etwas seitlich ein Denkmal, das an die beiden Weltkriege erinnert. Diese ermahnen heutzutage doch eher zum Frieden. Im Jahre 1291 begann der bayerische Herzog Ludwig der Strenge widerrechtlich mit dem Bau einer Burg. Der Augsburger Bischof erwirkte die Einstellung der Bauarbeiten, erwarb den Schlossberg und ließ die unvollendete Burg zum Sitz eines Amtes ausbauen. Bischof Friedrich II. Von Zollern ließ die Burg schließlich zwischen 1489 und 1504 grundlegend umgestalten. Das Ergebnis ist noch heute sichtbar. Während der Säkularisation fiel das Schloss in Füssen an das Königreich Bayern. Heute wird es als Finanzamt und Museum genutzt. Das Hohe Schloss in Füssen zählt zu den bedeutendsten Profanbauten der deutschen Spätgotik und ist nicht nur in seinem Inneren eine Sehenswürdigkeit.
Im Hof sind einzigartige Illusionsmalereien zu entdecken. Das große Burgschloss gilt als eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Burganlagen Bayerns. Das hohe Schloss konnte seine spätgotische Baugestalt im Wesentlichen bis heute bewahren. Spätere Veränderungen betrafen vor allem die Innenräume. Zum Schloss in Füssen gehört die Weizkapelle. Sie ist die wohl am höchsten gelegene Schlosskapelle Deutschlands, in der auch geheiratet werden kann. An den Wänden sind ein paar freigelegte Fresken. Wir verlassen das Schloss und gehen zur ehemaligen Klosterkirche, die heute die Pfarrkirche der Stadtpfarrei St. Mang ist. Auf den heiligen Magnus, einem irischen Missionar aus dem Kloster St. Gallen, der im 8. Jahrhundert im Allgäu wirkte, gehen das Kloster und die ehemalige Basilika St. Mang zurück. Über dessen Zelle gab es einen ersten Kirchbau, der im Laufe der Jahrhunderte erweitert und überbaut wurde. Zu ihrer heutigen Größe wurde die Kirche vom 11. bis ins 14. Jahrhundert erweitert. Der Turm stammt aus dem Jahr 1200. Im Dreißigjährigen Krieg verwüstet und geplündert, wurde St. Mang Anfang des 18. Jahrhunderts von Johann Jakob Herkommer im Stil des italienischen Barock neu gebaut. Ein lichtdurchfluteter Raum, Fresken und Marmor sind Merkmale dieses Stils. An der Decke im Inneren der Kirche befinden sich zahlreiche Fresken mit Szenen aus dem Leben des heiligen Magnus. Am Hochaltar stehen neben dem Tabernakel Figuren der heiligen Columban, Benedikt, Scholastica und Gallus. Die Seitenaltäre sind von einer einmaligen Schönheit. Es wurde an nichts gespart, nur das Beste war gerade gut genug in dieser Zeit. Die große Orgel auf der Westempore von St. Mang gehört ihrem Gehäuse nach zu den schönsten Barockorgeln Süddeutschlands und ist das bedeutendste Werk von Andreas Jäger. Wieder außen, weiter zum Brotmarkt. Der Brunnen am Brotmarkt erinnert an die große Tradition der Füssener. Lauten- und Geigenhaus. Nach einem Porträt des Lautenmachers Kaspar Tiffenbrucker schuf Josef Michael Neustifter die Brunnenfigur aus Bronze. Stolz hält der Instrumentenmacher seine Laute dem Betrachter entgegen. Die Inschriften auf der Brunnensäule dokumentieren ausführlich diese kulturgeschichtliche Sonderleistung. Füssener Geigenbauer zogen in viele deutsche und europäische Städte. Seinen Höhepunkt hatte der Füssener Lautenbau im 16. Jahrhundert. Durch den Dreißigjährigen Krieg kam er fast zum Erliegen. Im 18. Jahrhundert erfuhr Füssen seine Blüte im Geigenbau. Mitten in der Altstadt erhebt sich die prachtvolle Barockanlage des einstigen Benediktinerklosters St. Mang. Seine Geschichte reicht bis in das 8. Jahrhundert zurück, als der heilige Magnus als Missionar und Entwicklungshelfer eine Mönchszelle an eben dieser Stelle gründete.
Der Architekt Johann Jakob Herkommer gab der unregelmäßig gewachsenen Klosteranlage schließlich ein zusammenhängendes Gesicht. Heute sind in dem ehemaligen Kloster das Museum der Stadt Füssen, die Stadtverwaltung und die Stadtpfarrkirche St. Mang untergebracht. Am Altstadtrand steht ein historischer Kirchenbau, der schon von Weitem durch seine kunstvoll bemalte Rokoko-Fassade höchst beeindruckend ist, die Heilig-Geist-Spitalkirche. Sie entstand zwischen 1748 und 1749 durch den Architekten Franz Karl Fischer. Die Kirche kann kostenlos täglich von 8.30 Uhr bis 18 Uhr besichtigt werden. Um alle künstlerischen Attraktionen in der Kirche ausgiebig besichtigen zu können, sollte man sich mindestens eine halbe Stunde Zeit nehmen. Wer sich für historische Kirchen interessiert, findet hier mit der Heilig-Geist-Spitalkirche jedenfalls ein echtes Highlight vor. Verlieren kann man sich in der Altstadt von Füssen nicht, denn es ist alles sehr gut ausgeschildert. Wir spazieren weiter entlang des Leschs. Der Lesch war immer schon eine der Lebensadern Füssens. Im Mittelalter transportierten die Füssener Lechflößler Holz und Handelswaren flussabwärts zur Donau. Unterhalb der Stadt und am gegenüberliegenden Südufer lagen in dieser Zeit die Floßlenden, an denen die Flöße zusammengefügt wurden und die mit Wasserkraft betriebenen Mühlen der Stadt standen. Von Weitem sieht man das Franziskanerkloster. Das Füssener Franziskanerkloster wurde im Zuge der Gegenreformation 1628 gegründet und besteht nach seiner Auflösung 1803 und Wiedergründung 1836 heute noch. In der Kirche des Franziskanerklosters San Stefan wird täglich die Heilige Messe gefeiert. Sie hat eine Ausstattung im Stil des Rokoko. Vom Franziskanerplatz an der Westseite des Klosters hat man einen schönen Blick auf die Altstadt. Die Klosteranlage mit der 1763 bis 1767 entstandenen Klosterkirche San Stefan wird nach Südosten von der Stadtmauer umschlossen. Reste der Stadtmauer sieht man heute noch. Südlich der Kirche, an die Stadtmauer angelehnt, befindet sich hinter einer Mauer der alte Friedhof, auch Sebastianfriedhof genannt. 1528 angelegt, finden sich hier Grabdenkmäler aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Sie sind auch ein Spiegel der Gesellschaft und der Geschichte der letzten Jahrhunderte. Viele Besucherinnen und Besucher schätzen die Friedhöfe auch als Oasen der Besinnung und Ruhe, sowie als Ort, an dem eine intensive Begegnung mit der Natur möglich ist. Verlassen wir den Friedhof und schlendern zurück in die Stadt. Füssen ist reich an Brunnen. Wer tiefer in die Kultur eintauchen möchte, findet sicher die passende Tracht in einem der Trachtenmodengeschäften. Das Angebot reicht für alle Altersstufen und Größen. Zum Schluss noch der Brotbrunnen am Schrannenplatz. Dieser Brunnen wurde im Mai 2013 errichtet und ganz dem Thema Brot gewidmet. Deshalb steht er nahe dem ehemaligen Kornhaus, auch Schranne genannt, in Füssen. Auf einer stilisierten Getreidegabel sitzt ein Bauer, ein Müller und ein Bäcker. Füssen im Allgäu erzählt eine mehr als 700-jährige Stadtgeschichte. Die Ursprünge einer Siedlung reichen jedoch bis weit in die Römerzeit hinein, als die Via Claudia Augusta von Norditalien nach Augsburg führte.
Auf dem Füssener Schlossberg war im 3. Jahrhundert eine Abteilung der 3. römischen Legion stationiert. Und dass die Römer ihre Finger im Spiel hatten, merkt man heute noch. Schloss Neuschwanstein ist für morgen angesagt. In einer königlichen Traumlandschaft gelegen, eingebettet in sanfte Hügel und geschützt durch steinerne Wächter, erwächst weithin sichtbar das Schloss Neuschwanstein. Bayerns fünftgrößter See ist der Froggensee. Als Lechstausee entstanden, dient der Froggensee als Kopfspeicher für die Lech abwärts gelegenen Wasserkraftwerke und ist für die Hochwasserregulierung bei der Schneeschmelze wichtig. Gleich nebenan ist das Festspielhaus. Es bietet mit einer einzigartigen, traumhaften Kulisse den passenden Rahmen als Event-Location. Das Wetter hat sich nicht gebessert, die Alpen liegen im Nebel. Zur Baugeschichte von Schloss Neuschwanstein. Die Arbeiten am künftigen Bauplatz begannen im Sommer 1868. Bis zu 8 Meter anstehendes Gestein wurde abgetragen, um Platz für die Fundamente zu schaffen. Im Juni 1869 war die neue Zufahrtsstraße fertig. In den Grundstein wurden am 5. September 1869 in der Tradition Ludwigs I. der Bauplan, Porträts des Bauherrn und Geldmünzen aus seiner Regierungszeit eingelegt. Beim Bau bediente man sich der modernsten Mittel, bei der Technik ebenso wie bei den Materialien. Die Fundamente wurden zementiert, das Mauerwerk besteht aus Ziegeln und wurde mit hellem Kalkstein nur verkleidet. Heute nehmen wir die Fahrräder, um zum Bahnhof in Füssen zu kommen. Dieser liegt nur 3 Kilometer vom Stellplatz entfernt. Nur jede Stunde fahren die Busse in Richtung der Königsschlösser. Diese sind dann gerammelt voll. Schloss Schwangau ist schon aus dem fahrenden Bus zu sehen. Besonders viele Asiaten interessieren sich für die Schlösser, die etwa 8 Kilometer von Füssen entfernt sind. Am Ziel angekommen geht das Gestürm los. Die Smartphones werden gezückt und Selfies ohne Ende sind angesagt. Auch im Alter lernt man eben nie aus. Schloss Neuschwanstein liegt hoch oben auf dem Berg, geschätzter 1-Stunden-Marsch. Wie kein anderer Bau zeigt Neuschwanstein von den Idealen und Sehnsüchten Ludwigs II. Das Schloss war nicht Schauplatz königlicher Repräsentation, sondern ein Ort des Rückzugs. Hier flüchtete sich Ludwig II. In eine Traumwelt, die poetische Welt des Mittelalters. Vor dem Aufstieg noch ein Brunnen, der an einen Minnesänger erinnert. Folgen wir den Wegweisern zum Schloss. Die Besucher, die das Objekt von innen besichtigen wollen, müssen schon sehr viel Geduld mitbringen. Wir brauchen das nicht. Unsere Kameras sind im Innern unerwünscht und somit ersparen wir uns das Warten und den Eintritt. Innen ist es ohnehin nur zweitklassig eingerichtet. Folgen wir dem Weg nach oben. Ein paar Pferdeäpfel zieren diesen. An einigen Stellen interessante Ausblicke auf die Gegend. Rund um den künstlichen See sind einige Dörfer aufgebaut worden. Der Mythos bildete sich schon zu Lebzeiten des Königs. Ein ewig Rätsel will ich bleiben, mir und anderen.
hatte Ludwig einst seiner Erzieherin geschrieben, und dieses Rätselhafte fasziniert die Menschen bis heute. Der Dichter Paul Verlaine nannte Ludwig II. Den einzigen wahren König dieses Jahrhunderts. Der menschenscheue Träumer, das Gegenbild eines Bürgerkönigs, ist noch heute als der Kini präsent und wird als Idol verehrt. Vor dem Schloss ist eine Art Bahnhof eingerichtet. Auf einer Anzeigetafel kann der Besucher erlesen, wann seine Führung stattfindet. Alle 5 Minuten eine andere. Neuschwanstein gehört heute zu den meistbesuchten Schlössern und Burgen Europas. Rund 1,4 Millionen Menschen jährlich besichtigen die Burg des Märchenkönigs. Im Sommer drängen sich im Durchschnitt täglich mehr als 6.000 Besucher durch Räume, die für einen einzigen Bewohner bestimmt waren. Die idyllische Lage von Neuschwanstein ist einmalig. Allerdings müssen Bewegungen im Fundamentbereich ständig überwacht und die steilen Felswände immer wieder gesichert werden. Ebenso greift das raue Klima die Kalksteinfassaden stark an, was immer wieder Sanierungsmaßnahmen erfordert. Zuerst wurde der Torbau errichtet, der am 11. Juni 1872 richtfest hatte und Ende 1873 bezugsfertig war. Das Obergeschoss diente Ludwig II. Jahrelang als Wohnung. Seit September 1872 war der Palast im Bau. Der nachträglich von Ludwig II. Gewünschte große Thronsaal erforderte aus Gründen der Statik moderne Technik und wurde als ummantelte Eisenkonstruktion ausgeführt. Richtfest war am 29. Januar 1880. Die technische und künstlerische Ausstattung war erst Mitte 1884 bis auf Einzelheiten abgeschlossen. Ludwig II. Hatte seine neue Burg bis zuletzt nur als Baustelle gesehen. Die Kemenate und der Viereckturm wurden erst 1892 in vereinfachter Form fertiggestellt. Sie sind steinerne Zeugen der idealen Gegenwelt, die der König sich in Abwendung von der Gegenwart errichtete. Seine Schlösser, die nie ein Fremder betreten sollte, wurden seit dem Tode Ludwigs II. Von mehr als 50 Millionen Menschen besucht. An dem Versuch der Selbstverwirklichung im Historischen, im Poetischen und im Idealen ist Ludwig II. Schließlich gescheitert. Er zog den Tod wohl der Rückkehr in die Wirklichkeit vor. Die Marienbrücke bietet einen traumhaften Blick auf das Märchenschloss König Ludwigs II. Und den Forgensee bei Füssen. Leider müssen Besucher des Schlosses auf diesen Blick bis voraussichtlich im Mai 2016 verzichten. Schade. Die selbstgewählte idealmonarchisch-poetische Einsamkeit war auf Dauer mit den Pflichten eines Staatsoberhauptes nicht zu vereinbaren. Ebenso wenig waren die immer neuen Kulissen mit den privaten Mitteln eines Königs nicht zu finanzieren. Ludwig scheiterte an dem Wunsch, Illusion und Traumsphäre in der Wirklichkeit zu verankern. Das Ende eines Königs. Auf den Bergen wohnt die Freiheit, auf den Bergen ist es schön, wo des Bayernkönigs Ludwig wunderschöne Schlösser stehen. Mit Bandage und Chloroformen haben sie nach Berg gebracht und zum Tod ihn verurteilt. Und in finster Mitternacht. Und gemeine Meuchelmörder, deren Namen man nicht kennt, haben von hinten ihn erschossen und dann im See versenkt. Ruh in Frieden, guter König, in dem kühlen Erdenschoß. Von dort drunten kommst du nimmer auf Neuschwanstein in dein Schloss. Bayern wird dich nie vergessen,
heller strahlt im Sonnenschein. Neuschwanstein, die weiße Feste, Ludwigs Stolz und Edelstein. Neuschwanstein, die weiße Feste, Ludwigs Stolz und Edelstein. Seit 1885 drohten ausländische Banken mit Pfändung. Die Verweigerung einer rationalen Reaktion darauf durch den König war 1886 der Auslöser für Unmündigkeitserklärung und Absetzung durch die Regierung. Ein Vorgehen, das die bayerische Verfassung nicht vorsah. Ludwig II. Wurde in Schlossberg interniert. Einen Tag später kam er zusammen mit dem Psychiater, der das Unmündigkeitsattest verfasst hatte, unter ungeklärten Umständen im Starnberger See ums Leben. Auf dem Aussichtspunkt neben dem Schloss kann man weit ins Land schauen. Malerische Seen an den Füßen der Berge. Die Voralpen. Die Menschenmassen unten im Dorf. Schloss Hohenschwangau. Die Kinderstube des jungen Königs Ludwig II. Weit reicht die Geschichte von Schloss Hohenschwangau zurück. Erstmals wurde die Burg Schwanstein im 12. Jahrhundert urkundlich erwähnt. Zu dieser Zeit lebten hier die Ritter von Schwangau. Über die Jahrhunderte wurde die Burg stark beschädigt. 1832 erwarb Kronprinz Maximilian, der spätere König Max II., diese Burg. Während der folgenden 5 Jahre ließ Maximilian die Burg zum heutigen Schloss Hohenschwangau umbauen. König Max II. Und seine Familie nutzten das Schloss als Sommer- und Jagdresidenz. Nach seinem Tod übernahm sein Sohn, König Ludwig II., die königlichen Appartements und ließ sie nach seinen Vorstellungen umdekorieren. Auch er verbrachte im Schloss Hohenschwangau viel Zeit. Die königlichen Appartements, der Schlossgarten und die Schlossküche sind bis heute erhalten und können besichtigt werden. Der Eintritt führt über einen Spazierweg zum Schloss. Das heutige Schloss Hohenschwangau ist von 1537 bis 1547 in die teilweise erhaltenen Außenmauern der Burg Schwanstein aus dem 14. Jahrhundert hineingebaut worden. Die viergeschossige, 1833 bis 37 außen wie innen neugotisch überformte Anlage des Hauptbaus mit gelber Fassadenfarbe verfügt über 3 Rundtürme und polygonalen Aufbauten. Der Torbau ist dreigeschossig. Im Hauptgebäude befindet sich heute ein Museum. In diesem Zustand hat sich das Schloss bis heute erhalten. Einige Projekte wie der Bau einer Zugbrücke und mehrerer Türme an der Ringmauer kamen nicht mehr zur Ausführung. Ein hoher Bergfried wurde 1851 begonnen, jedoch im Jahre darauf wieder abgerissen, da er teuer zu werden drohte und zudem König Max nicht gefiel. Im Innenhof um das Schloss herum wimmelt es von Touristen. Sehr schöne Wandgemälde verzaubern den Besucher. Der Brunnen ist so in die Nordwand der Burg eingebaut, dass er im Sonnenglanz erstrahlen kann. Die prächtige Außenausstattung von Schloss Hohenschwangau ist bis heute in einem sehr guten Zustand erhalten. Gott in der Gestalt des Kindes, die Mutter Gottes und zugleich die Patrona Bavaria, Schützerin Bayerns und daneben die Wappen von Hohenschwangau und Neuschwanstein. Nebenan ein Brunnen mit einem schwarzen Schwan, der aus dem Schnabel Wasser speit. Dies alles in der herrlichen Kulisse der Voralpen im Schatten von Schloss Neuschwanstein.
Der Hans im Glückbrunnen ist im hinteren Teil der Anlage. Fährt man ihm über die Nase, soll das Glück bringen, sagt eine Legende. Ob es stimmt? Einfach selbst ausprobieren. Vierter und letzter Brunnen sind die vier Löwen. Der Löwenbrunnen im Schlossgarten Hohenschwangau ist mit vier die Brunnenschale tragenden Bronzelöwen ausgestattet. Aus dem Mund der Tiere fließt Wasser. Rund um das Schloss sind sehr viele Wappen und Kurioses zu sehen. An Souvenirläden mangelt es nicht. Nach über 100 Jahren Tourismus in der Gegend versteht man dieses Geschäft sehr gut. Zeit zum Wohnmobil zurückzukehren. In Teil 2 fahren die beiden über die Alpen weiter zum Gardasee in Italien.